18. April und da habe ich Geburtstag. Also ich bin jetzt 9 Jahre geworden und ich frage mich gerade, sind das echte Oreos da drauf? Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, der Kuchen. Ein Phänomen, was uns jetzt auch schon seit fast 9 Jahren begleitet, ist immer dieses lieblose Auspacken und Aufreißen der Geschenkverpackung. Zu jeder Festlichkeit, sei es zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. Ja, 10 Uhr morgens in Bremen. Das ganze Auto ist voller Bierkisten geladen. Ich arbeite ja in der Brauerei als Brauer und da kriegt man pro Monat 4 Kisten Bier oder alkoholfreie Getränke umsonst. Und da wir nicht so oft Getränke holen, haben wir heute mal dann gleich 12 Kisten geholt. Die passen in diesen Golf ganz gut rein. Und nebenbei, ich warte gerade, wird noch mal eben kurz bei Rewe eingekauft. So, das Auto ist voll, würde ich mal sagen. Mir wirklich Spaß, euch zu schreiben und danke, dass ihr mir alle gratuliert. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jemand eigentlich so richtig schreiben würde, weil niemand macht, ich habe gedacht, da macht sich keine Mühe, jetzt was zu schreiben. Aber ich freue mich wirklich, dass die Leute mir einfach so da draußen gratulieren. Also danke an euch und es macht mir auch wirklich Spaß anzuforten und ja, schreibe ich jetzt mal weiter. Und zur Feier des heutigen Tages sind wir mal im Hofbräu Bremen gelandet. Nicht nur in München gibt es sowas, sondern zum Glück auch hier in Bremen, gleich bei uns um die Ecke. Mussten wir nicht mal weit laufen. Hier sind wir auch dann öfters mal zum Mittagessen oder wenn das Oktoberfest startet, dann gibt es ja auch eine riesen Feier, wo wir dann immer sehr viel Spaß haben. So, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Ich habe so ein Schnitzel bestellt und sieht sehr lecker aus, aber weißt du, was mich immer fast bei jedem Schnitzel stört, weil so, da ist ja immer Pommes bei. Und wenn der Schnitzel auf der Pommes liegt, kann man es immer so schlecht schneiden. Weil dann verwackelt das immer, rutscht weg und die Pommes sind weg. Aber manchmal lassen Leute auch da Platz frei. So, jetzt bin ich wieder zu Hause und ja,
Ich habe ja heute Geburtstag, wie man schon gesehen hat, und jetzt gratulieren mir ganz viele hier, wie gesagt, also richtig viele. Und ja, ich finde es einfach nur nett, dass ihr das macht, also es erfreut mich und ja, beantworten kann man nicht sagen, aber ich bedanke mich jetzt so gesagt bei den Leuten. Unser Auto wird ja viel bewegt in der letzten Zeit. Ich habe ja in meinem Arbeitszimmer, oder was auch immer man nennen mag, einen Glasschreibtisch, der mich schon seit langer Zeit nervt. Und jetzt habe ich über eBay Kleinanzeigen einen Schreibtisch gefunden, der nicht aus Glas ist, für 55 Euro. Da fahren wir jetzt hin und holen ihn ab, wenn er denn so meinen Vorstellungen entspricht, so wie er auf dem Foto war. Wir haben jetzt alles eingepackt. Der Tisch ist nur eine Tischplatte, vier Beine und höhenverstellbar. Dazu noch so einen Rollcontainer dazu gekriegt, 55 Euro. Ist sicherlich kein Tisch, den ich jetzt mein Leben lang behalten werde, aber na super. Wo waren wir stehen geblieben? Also, aber er ist erstmal gut und besser. Und nicht so nervig wie mein Tisch, den ich jetzt habe, wo ich nach jedem Hinsetzen meine Fingerpatzen da wieder von abwischen muss. Ja, und jetzt geht's zurück nach Hause, wo John schon auf uns wartet, denn da ist ja um 15 Uhr, also in einer Stunde, eine kleine Familienfeier des Geburtstages angedacht. Alles von vorne, denn man muss erst die Beine an diese Halterung, die ich gerade an der Tischplatte befestigt habe, anschrauben, bevor man das hier am Tisch festmacht. Naja, kleine Verzögerung. Peter gespielt und ich habe gerade den Peter gehabt. Und ich habe irgendwie Angst, dass das weh tut, weil Stefan hat das auch bekommen und Opa auch. Halt still. Nein. Was kriegt man dann, wenn man einen schwarzen Peter hat? Eine schwarze Nase. So, der Tisch ist schon mal aufgebaut, aber der Glastisch, der in meinem Zimmer hier bisher stand, der passt nicht durch die Tür. Da muss der erstmal komplett zerlegt werden. Ich dachte, dass wir ihn einfach rausstellen könnten, aber das ist nicht so einfach. So. Der Tisch steht jetzt an dem Platz, wo er stehen soll, aber es gibt natürlich wieder mal ein Problem. Das HDMI-Kabel, was von diesem Monitor hier an diesen PC führen soll, ist mit dieser Länge, die vorher ausreichend war, zu kurz. Denn da müsste der PC nicht, wie er jetzt steht, wie er auch stehen soll. Er müsste nämlich an der Heizung stehen und dann ist natürlich für mich das unmöglich, hier noch irgendwas zu bedienen.
Und darum geht es jetzt zu Saturn, ein neues Kabel kaufen. Ja, 6:30, 18:30 Uhr. Es leben die langen Öffnungszeiten. Wie hat dir dein Geburtstag bisher so gefallen? Bisher ganz gut. Also ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch ein bisschen so, mein Papa jetzt wieder zurück ist und noch etwas feiern können, zum Beispiel noch am Tisch sitzen, etwas trinken irgendwie so. Weil ich finde, wir könnten den ganzen Tag feiern, weil das macht so Spaß. Man feiert was und dann sagst, okay, jetzt ist es vorbei. Was waren die besten Geschenke so? Also das waren schon die Stifte. Und dieses mit dem Wasser, mit den Uhrzeitkrebsen und Zeichenbücher und die Tasche war ja eigentlich auch ganz okay. Also alles war okay, ja. Wie man sieht. Schon. So, es ist jetzt auch abends und der Schreibtisch oben in Stefans Zimmer ist alles okay, sehr gemütlich. Und ja, wie gesagt, ganz viele haben mir geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Und einer hat uns sogar ein Video geschickt und das ist Tim Luca. Also den kennen wir auch schon ein bisschen, der hat uns schon ganz viel geschrieben und das Video könnte ich ja mal zeigen. Alles Gute zum Geburtstag, John. Viele Grüße von meiner Familie und tschüss, bis zum nächsten Video. Danke, also finde ich sehr nett, dass du mir ein Video schickst und dass du dann noch grüßt und mir gratulierst, finde ich sehr nett. Und so, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns mit dem Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao!